Ja, wir sind in der Pflicht, nochmal alles rauszuhauen, so wie die Fans mit uns umgegangen sind in den letzten Wochen. Also riesen Respekt, und ich glaube, wir sind in der Pflicht, nochmal zu versuchen, ein gutes Spiel zu spielen. Wie gesagt, das kann man nicht immer am Ergebnis festmachen, wenn man gegen die Bayern spielt, aber die Fans müssen spüren von der ersten bis zur letzten Minute, dass die Mannschaft absolut gewillt ist, was Herausragendes hinzukriegen. Also mit den vier Jungs, die jetzt schon zugesagt haben, also das sind natürlich Granaten, und damit macht es natürlich auch die ganze Sache einen Tick einfacher, weil es ja nicht nur Spieler sind, die talentiert sind, sondern auch sehr, sehr erfahren sind. Das ist schon nochmal eine Duftmarke, die vier gesetzt haben. Armin Fee und ich hatten darüber gesprochen gehabt, was Sinn macht, wenn es dann so kommen sollte, Cheftrainer zu bleiben. Und mit dem Abstieg war auch von beiden Seiten klar, dass es keinen Sinn gemacht hat, weil einfach der Rucksack zu groß ist dann einfach, wenn du dann mal keine Spiele entsprechend gewinnst zu Beginn. Und da haben wir dann auch, oder hat Armin Fee dann auch im Sinne des Vereins auch so entschieden, aber von meiner Seite wäre es genauso gewesen. Also das wäre für mich auch kein Thema gewesen. Von daher bringe ich da keine Wehmut mit.